Hallo Fahrradfreunde, ich begrüße euch zu unserem Video hier aus dem Burgenland. Wir sind heute mit der Bahn von Jois nach Eisenstadt gefahren und wollen heute eine Runde auf dem Festivalradweg drehen. Der Festivalradweg hat auch eine historische Bedeutung, weil er führt uns auch an den Grenzübergang nach Ungarn, wo 1989 das paneuropäische Frühstück stattgefunden hat, was dann auch ein Auslöser war, um die Grenze in der ehemaligen DDR zu öffnen. Wir fahren jetzt erstmal ins Zentrum von Eisenstadt. Hier an der Ecke ist das Café Monika. Da gibt es gefühlt den besten Kaiserschmarrn hier in Österreich. Sehr lecker. Kann man mal probieren, wenn man mal hier ist. So, jetzt sind wir im Zentrum der kleinsten Großstadt der Welt. Hier ist dann das Schloss Esterhazy, wo man einen Einblick in das glanzvolle Leben am Hofe der Fürsten Esterhazy erleben kann. Ja, Eisenstadt haben wir jetzt verlassen. Jetzt fahren wir über Landwirtschaftswege Richtung Rust. Ja, hier nochmal ein Blick auf das Leitergebirge, was wir ja in unserem letzten Video befahren hatten. Heute werden wir uns aber weitestgehend in der Ebene aufhalten. Vor wie Fliege. Wir sind Unmengen von kleinen Insekten hier unterwegs. Man braucht bloß den Mund aufmachen und schon hat man Eiweiß ohne Ende in sich. Aber es ist lästig. Ein was muss man natürlich wirklich mal sagen. Alle Fahrradwege hier um den Neusiedlersee, die sind ja alle top. Top Qualität und eine gute Ausschilderung. Ja, hier entstehen die neuen günstigen Häuser mit Seeblick. Stimmt schön, ja. Ja, es geht immer ein bisschen berghoch und wie immer ist die Frau da schneller. Ich verstehe es nicht. Hallo? Ach, da vorne ist dieser komische runde Rastplatz. Ja, sehr schön gemachter Rastplatz mit einer Bombenaussicht und Wein hängt auch noch dran zur Sofortverkostung.
Wir sind jetzt erstmal im Weinörtchen Rust angekommen, bekannt auch aus der Fernsehserie Der Winzerkönig. Wir fahren jetzt aber erstmal hier in Richtung Neusiedler See wieder. Dort befindet sich dann die Fähre und das Schwimmbad. Das wollen wir uns mal anschauen, bevor wir dann hier in die Stadt fahren. Sehr deutlich, sehr wenig Wasser am Neusiedler See. Jetzt erreichen wir Mürbisch am See. Hier gibt es auch die Seebühne, wo dann in den Sommermonaten die Seefestspiele Mürbisch stattfinden, wo dann Operetten und Musicals aufgeführt werden. Ja, hier ist wieder mal so eine schöne Bergabstrecke, wo man mal ein bisschen auf Tour kommt. Wunderbar, das ist immer schön abwechslungsreich. Wir haben jetzt auch gleich die ungarische Grenze erreicht. Und dann schauen wir mal, wie es weitergeht. Jetzt sind wir hier am Grenzübergang in der Nähe von Sopron. Hier fand am 19. August 1989 das paneuropäische Picknick statt. Es war von ungarischen Oppositionellen organisiert und es sollte eine kurze Grenzöffnung geben. Diese nutzten allerdings auch mehrere hundert ehemalige DDR-Bürger auf dem Weg nach Österreich. Und das führte alles dann auch mit zur Öffnung der Grenze der ehemaligen DDR.
Jetzt kommen wir wahrscheinlich zum hässlichsten wegetechnischen Teil der Strecke. Den Stand Margareten müssen wir jetzt hier auf der doch relativ stark befahrenen Straße fahren. Das ist sicherlich nicht geplant gewesen, aber es gibt keine andere Alternative. So, wir haben jetzt so ca. 45 Kilometer hinter uns und befinden uns im letzten Viertel unserer Tour. Ca. 15 Kilometer vor uns. Aber es war eine schöne Tour bisher gewesen. Mal gucken, wie es weitergeht. Da wird mit der Maschine Wein gelesen. Das haben wir uns von unserem Wirt aufklären lassen, wie das funktioniert. Interessant. Auch wenn er am Weg steht, ja. So, wir haben noch ein wenig Zeit, bis dann in Eisenstadt unser Zug wieder fährt nach Jois. Und da werden wir uns jetzt noch mal ein Päuschen genehmigen. So, wir sind jetzt gleich in Eisenstadt, die Tour ist gleich vorbei. Es war eine sehr abwechslungsreiche Tour, 67 Kilometer lang. Interessante Orte, sehr schön auch die Gedenkstätte für das paneuropäische Picknick da an der ungarischen Grenze. Was ein bisschen gestört hat, waren die letzten 15 Kilometer, waren relativ straßenlastig gewesen. Das war nicht so schön, aber ansonsten tolle Tour auf tollen Wegen, wunderbar. Ich hoffe, der Film hat euch gefallen und wir würden uns freuen, euch bei unserem nächsten Film wieder begrüßen zu dürfen. Gebt einen Daumen oder abonniert den Kanal, wenn ihr wissen wollt, wann der nächste Film kommt. Ansonsten eine schöne Zeit, eure Tourenradler.